Hallo, ich bin Helene und ich liebe es, die Natur zusammen mit meinen Ziegen zu erkunden. In diesem Video nehme ich dich mit auf einen Ausflug ins magische Gantrischgebiet, zusammen mit meinem Pfauenziegenbock Chico, Rhinochterbock Elvis und meinem lieben Partner. Wandern mit Ziegen ist ein ganz besonderes Erlebnis. Wenn Sie als Begleiter dabei sind, nehme ich die Umwelt anders wahr. Meine Gedanken kreisen nicht länger um alltägliche Probleme, sondern sind ganz im Hier und Jetzt. Ich passe mich Ihrem Rhythmus und Ihren Bedürfnissen an. Zeit bekommt eine andere Bedeutung. Wir sind eine Herde, ein Team, das zusammen ein Abenteuer erlebt. Durch ihren Herdentrieb folgen Ziegen uns bei entsprechender Ausbildung sowohl an der Leine wie auch frei. Sie sind unglaublich neugierige Tiere, die es lieben, die Welt zu erkunden und überall die besten Kräuter und Blätter zu naschen. Wenn sie sorgfältig trainiert und an Dinge gewöhnt werden, die uns auf Wanderungen begegnen, sind Ziegen ideale Wanderpartner. Als hochsoziale Tiere nehmen Ziegen Menschen sehr schnell in ihre Herde auf und achten darauf, dass niemand zurückbleibt. Unterwegs verpflegen sie sich größtenteils selbst von dem, was sie am Wegrand finden, und legen sich in Pausen wie ein Hund neben uns und haben im Gegensatz zu diesen aber keinen Jagdtrieb. Mit Ziegen hat man lustige, gesellige Wanderpartner, die einem erst noch das Gepäck tragen können. Kein Wunder, dass Ziegentrekking in den letzten Jahren immer bekannter und beliebter wird. Dem Charme von Ziegen kann man sich schwer entziehen, wenn man sich auf sie einlässt. Das bringt mich zu einem Thema, dem ich in letzter Zeit häufig begegne und worüber ich gerne sprechen möchte. Ziegen sind zwar äußerst genügsame und robuste Tiere, gleichzeitig sind sie aber auch sehr fragil. Wenn etwas in ihrem komplexen Verdauungssystem als Wiederkäuer aus dem Gleichgewicht gerät, kann es sehr schnell für jede Hilfe zu spät sein. Ziegen sind von Natur aus Weidetiere, die auf ihrer Nahrungssuche weite Strecken zurücklegen. Sie sind aber keine Spitzensportler. Ihr natürliches Tempo auf der Nahrungssuche ist gemächlich. Wenn sie vor einem Fressfeind fliehen müssen, dann tun sie das im Gegensatz zum Fluchttier Pferd nur auf kurzen Strecken. Ihre Verteidigungsstrategie sind ihre Geländegängigkeit und Kletterkünste. Sie rennen nur so weit, bis sie in Sicherheit sind.
Mit steigender Beliebtheit von Ziegentrackings werden Ziegen als Wanderpartner beworben. Es werden Ziegen an Menschen vermietet, die keine Ahnung von diesen Tieren und ihren Bedürfnissen haben, die ihre Körpersprache nicht deuten können und Strecken planen, die für den menschlichen Ehrgeiz, aber nicht fürs tierische Wohlbefinden ausgelegt sind. Was du in diesem Video siehst, ist das Ergebnis von einer jahrelangen Partnerschaft. Ich trainiere meine Ziegen von klein auf, gewöhne sie mit viel Ruhe und Erfahrung an alles, was ihnen als Packziege begegnen wird. Ein gutes Beispiel ist das Übernachten. Die Tatsache, dass Chico und Elvis mich, sobald ich im Zelt verschwinde, nicht mehr sehen, war für sie anfangs ein großer Stress. Ziegen sind Herdentiere und ich bin ihre Leitziege. Für sie bedeutet meine Nähe Sicherheit. Wir haben das also Schritt für Schritt geübt, bis sie verstanden haben, dass sie sich entspannen und ausruhen können, auch wenn sie mich nicht sehen. Wer Ziegen nicht kennt und ihre Sprache nicht deuten kann, wird auch nicht sehen, wann sie an ihre Grenzen stoßen. Ziegen sind in ihrer Kommunikation eigentlich sehr klar. Aber man muss lernen, sie zu verstehen. Schnell wird ein »Nein, das ist mir zu viel« von einer Ziege als zickig oder stur abgetan. Jemandem ohne Ziegenerfahrung eine Ziege für eine Wanderung in die Hand zu drücken, ist deshalb aus meiner Sicht absolut verantwortungslos. Alles, was ich mit meinen Ziegen unternehme, geschieht in ihrem Tempo. Ihre Bedürfnisse haben für mich immer oberste Priorität. Wenn das heißt, dass wir nur am Morgen früh wandern, weil es sonst zu heiß ist für die Ziegen, dann stehen wir früh auf. Wenn es heißt, dass ich bei jedem Brunnen ewig darauf warte, dass sie endlich trinken, dann warte ich. Wenn es heißt, dass wir viel mehr Pausen einlegen, dann machen wir das. Wenn es heißt, dass ich unsere ganzen Pläne über den Haufen werfe, weil ich merke, dass es ihnen nicht gut geht, dann tue ich das. Ziegen sind in jeder Hinsicht eine Bereicherung für eine Wanderung. Aber das darf nie auf Kosten der Tiere geschehen. Ich werde oft gefragt, wie ich es schaffe, dass meine Ziegen so motiviert sind und wir so einen harmonischen Umgang haben. Eigentlich ist es einfach. Ich respektiere ihre Bedürfnisse und richte mich danach. So sind sie auch bereit, für mich einen Berg hoch zu kraxeln, den sie vielleicht ohne mich nicht bestiegen hätten. Wandern mit Ziegen ist für mich jedes Mal ein Geschenk. Sie schenken uns so unglaublich viel Vertrauen. Sie würden alles für mich tun, mir überall hin folgen, weil sie wissen, dass ich sie beschütze und auf ihre Bedürfnisse Acht gebe. Diesen Zauber kannst auch du erleben. Aber mache bitte keine Schnellbleiche. Wenn du mit Ziegen auf Wanderschaft gehen willst, dann nimm dir Zeit, diese Tiere und ihre Bedürfnisse wirklich kennenzulernen. Das ist auch das, was es schlussendlich so besonders macht. Bei uns und anderen Anbietern von Ziegentrackings, wie zum Beispiel den Zottelgeißen, ich verlinke sie unten in der Infobox, kannst du ein Gefühl fürs Wandern mit Ziegen bekommen. Wenn dabei der Funke überspringt und du vielleicht sogar eine größere Tour mit Ziegen planst, lege ich dir sehr ans Herz, dass du dich zuerst mit Ziegenhaltung, Ziegentraining und den Grundbedürfnissen von Ziegen beschäftigst. Auf diesem Kanal, unserer Website, unserem Patreon und bald auch einem Online-Kurs findest du viele Informationen zu diesen Themen. Deshalb lasse sehr gerne ein Abo da. Denke daran, dass wenn du Videos oder Berichte von Ziegentrackings siehst, dahinter jahrelanges Training und Beziehungsarbeit steckt. Tiere sind keine Unterhaltungsangebote. Sie sind Lebewesen wie du
und ich und verdienen eine respektvolle Partnerschaft. Wie denkst du über dieses Thema? Hast du schon einmal ein Ziegentracking gemacht? Hast du sonst Erfahrungen mit Ziegen oder mit anderen Tieren, wo dieses Thema genauso wichtig ist? Ich freue mich, in den Kommentaren mehr über deine Meinung zu erfahren.